Moin, liebe Top-Familie da draußen und auch liebe Simmer-Singer-Fans und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir reagieren wieder auf Masken hier, genau, so heißt es richtig. Und wir sind hier in Kasachstan tatsächlich. Gibt nur eine Staffel, die lief vom 21. März 21 bis 6. Juni 21. Also ist jetzt schon 3 Jahre her tatsächlich, etwas mehr als 3 Jahre her eben diese eine Staffel, mehr gibt es nicht. Man sieht dann schon eine Maske. Ich konnte nicht weiter nach oben scrollen. Von daher geht es halt nicht anders. Aber ich versuche es gekonnt zu ignorieren, sage ich mal wirklich, dieses Bild. Jedenfalls, ja, ich bin sehr gespannt, ob, sage ich mal, ob wir ein gewisses Niveau jetzt irgendwie mal halten. Weil ich finde, so die letzten Masken, gerade jetzt letzte Woche und vor 2 Wochen Kolumbien, fand ich tatsächlich echt stark vom Niveau. Ich bin gespannt, wie Kasachstan da irgendwie mithält. Deswegen lasst sehr gerne vorab einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vor allem schreibt eure Meinung zu den Masken ebenfalls unten in die Kommentare. Wir haben insgesamt 14 Teilnehmer, demzufolge 14 Masken, auf die wir reagieren können. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. So, und reagieren. Oh, guck mal, wir sehen hier auch Songs. The Diva Dance. Kennt I Got You, I Feel Good von James Brown. Ist das erste Lied, was ich kenne. Ach ja, und Bang Bang. Ah ja, und hier Bang Bang. Und zwar haben wir einen Peacock. Was war nochmal Peacock? Soll das ein V sein? Weil ich hier oben, ich muss da mit der Maus weggehen, da ganz oben sieht man so sage ich mal, so diese Federn. Ne. Nee, warte mal, Peacock ist doch nicht V, oder? Peacock ist V. Ach du Scheiße, sieht ja hässlich aus. Einfach alles komplett in weiß und oben hast du so ein paar grüne Sachen. Wo ist denn da Farbe? Gib doch mal Farbe zu erkennen, zeig doch mal Farbe. What the fuck? Also das sieht wirklich hässlich aus. Also du hast hier diese Spitze. Das ist noch positiv hervorzuheben. Ansonsten hast du alles in weiß, Augen nicht schön. Pfauen sind ja elegante Tiere, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe noch nie ein Pfau gestreichelt. Ich weiß nicht, ob man Pfau überhaupt streicheln kann, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich hatte tierisch Angst vor Pfaue, als ich ein Kind war. Denn als ich das allererste Mal ein V gesehen habe, da war ich, 3 oder 4, und das weiß ich nur aus Erinnerung, ich glaube 3 oder 4, 2, 3 oder 4, irgendwie so, ich glaube 3 war ich, und ich habe gerade einfach nur gegessen mit meinen Eltern Pommes auf so einer Bank in einem Zoo, und auf einmal kam da so ein V, und ich bin so als Kind so voll zusammengezuckt, und das hat sich dann irgendwie auch durchgezogen, wie mit Hunden ja auch bei mir, müsst ihr wissen. Bei Hunden ist es bei mir immer noch so, ich weiß nicht, wie es bei Pfauen ist, weil ich diesen Tieren sehr lange nicht mehr begegnet bin. Es sind stolze Tiere, ja, und ich habe meinen Respekt vor diesen Tieren. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch Angst vor denen hätte. Vor dem hätte ich absolut keine Angst, weil ich hier absolut, wenn man nur das hier sieht, kein V erkennen. Bin ich absolut ehrlich. Dann haben wir eine Puppe. Doll. Finde ich geil. Wo sind wir nochmal? Wir sind in Kasachstan. Wäre das China, Japan, Korea, würde das so voll passen. Aber es passt zu diesem asiatischen Touch. Du hast erstmal freie Hände und hast da, sag ich mal, so eine Jacke, sage ich jetzt mal, drüber. Aber du hast die Farben, wie du es so mit Asien in Verbindung bringst. So, sag ich mal, so diese Hautfarbe, diese ganz großen Augen, etwas kleinerer Mund oder wirklich kleiner Mund, so eine ganz, ganz kleine Nase, die hier so angedeutet ist. Und dann hast du hier einmal so blau, dann hast du hier so rosa-rot, bunte Farben. Das gibt mir auch so voll so ein Anime-Vibe, finde ich. Also, das könnte so eine Puppe oder irgendwie sowas sein, wie irgendwie von den Powerpuff Girls. Und ist, boah, ich kenne mich damit ja nicht aus, ist Powerpuff Girls. Kommt diese Serie vielleicht
aus okay, Produktionsland USA. Aber kommt das ursprünglich vielleicht aus Asien? Powerpuff Girls Ursprung. Scheint wohl amerikanisch zu sein. Aber zumindest wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Powerpuff Girls sehe auf den Bildern, finde ich, hast du da so eine gewisse Ähnlichkeit einfach. Also von daher, ja. Finde ich aber insgesamt von der Umsetzung sehr, sehr cool. Auch noch so hier so ein bisschen diese Blüten oben drauf. Was das da oben in der Mitte sein soll, weiß ich nicht. Aber all in all, klasse Maske. Dann haben wir eine Tulpe. Gut, Bild ist jetzt nicht die beste Auflösung. Du erkennst, finde ich, aber gut, also diese Blüte, so dieses Türkise, kann man schon so ein bisschen sagen. Dieses Grüne dann hier so am Hals, der Kopf so mittendrin, finde ich stark, muss ich zugeben. Gefällt mir gut. Ist eine Tulpe, aber von den Blüten her, hat das rote Blüten. Tulpe. Ja, doch, kommt hin, okay. Gut, du hast ja auch verschiedene farbige, muss man ja auch nochmal sagen, weil hier, ich sehe gerade hier, am Anfang sehe ich hier genauso dieses rötliche, dann sehe ich aber auch orangene, ich sehe gelbe Tulpen. Also es gibt ja sehr, sehr verschiedene farbige Tulpen. Gerade wenn ich jetzt auch nochmal überlege und ich zum Beispiel Disney Dreamlight Valley durchgehe, weil ich das Spiel spiele, da hast du auch verschiedene farbige Tulpen, von daher, nee, passt. Find ich insgesamt okay. Vielleicht hätte ich das Grün ein bisschen höher gemacht oder alles höher gesetzt wegen des Kopfes. Aber ansonsten ist es voll okay. Dann Dragonfly, also eine Libelle. Wir hatten schon schrecklichere Libellen, muss ich sagen. Wir hatten schon schrecklichere. Wir haben hier so die Fühler, wir haben hier die Flügel. Flügel, sehr schöne Farbe. Schöner Blau-Türkiston irgendwie. Auch so hier dieses Kleid, sag ich mal. Das hat sowas Edles. Mund, gewöhnungsbedürftig, Augen, bisschen vielleicht zu groß für meinen Geschmack, aber wenn du das jetzt so wegdenkst, finde ich, erkennst du irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon diese Libelle, wenn du diese Fühler hast und hinten die Flügel, dann finde ich, erkennst du das. Dann finde ich, erkennst du das. Augen, wie gesagt, finde ich ein bisschen groß, so ein bisschen glubschi-mäßig. Mund hätte ich nicht in dieser Farbe gemacht. Dann wäre es besser gewesen. Dann haben wir einen Schneeleoparden. Ja, also dieser Schneeleopard hat hier was Pelziges an. Ja, hat hier so ein Schild. Ja. Sieht so ein bisschen wie so ein Soldat aus. Ja. Hat hier oben so eine Kette. Ja. Der Kopf ist hier unter und du hast hier so diese Augen. Du erkennst irgendwie einen Leopard. Irgendwie hat aber diese Maske was mich irgendwie nicht so ganz abholt. Vielleicht die Tatsache, dass direkt hinter diesem Stoff hier der Kopf des Promis ist, und man kein Kopf haben wollte, sondern eher so eine Bedeckung, und der Kopf ist dann hinter etwas. Holt mich teils ab. Die Umsetzung hätte ich anders gemacht. Die Idee finde ich gut. Die Idee finde ich gut. Nur, wie gesagt, du erkennst hier keinen Mund richtig. Du hast hier nur so eine Nase irgendwie, da die Augen. Das finde ich gut. Aber so der untere Teil fehlt mir. Das zieht das so ein bisschen von der Wertung für mich runter. Dann haben wir einen Roboter. Sehr, sehr viele Einzelteile. Metallisch. Hast hier irgendwie so, keine Ahnung, drei Augen. Das hier könnte der Mund sein. Schläuche auch noch mit dabei. Eine Stange, die er so rausguckt. Scheint wohl jemand in Prototyp zu sein. Ist okay. Zumal du auch nicht immer synchron gearbeitet hast. Und das, finde ich, hebt sich dann auch hervor. Denn du hast hier ist so ein geringerer Abstand, sage ich mal, von diesen Metallsachen, sage ich mal. Hier hast du so einen größeren und dann noch so drei. Von daher, da ist es unterschiedlich bei den Schultern. Hier und hier, finde ich, hast du auch einen Unterschied. Das hier wirkt ein bisschen breiter als, sag ich mal, dieses Einzelstück. Finde ich okay.
Irgendwie erkenne ich hier auch im Gesicht. Hier, guck mal, das hier könnten die Augen sein. Das hier so die Nase und das hier so der Mund. Es ist okay. Ich stelle mir aber unter einem Roboter ein bisschen noch was anderes vor. Blechbüchse würde ich es vielleicht eher nennen. Irgendwie. Gibt es einen englischen Begriff für Blechbüchse? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Blechbüchse. Tin. Das ist mehr so Tin. Dann hätte ich aber Schlauch weggelassen oder ich hätte Prototyp genommen, weil das so ein Prototyp ist. Oder Motor, irgendwie sowas. Roboter stelle ich mir ein bisschen noch was anderes vor, aber ist okay. Dann haben wir einen Golden Man, einen goldenen Mann. Ja, hat so ein bisschen Pharao-Vibes. Zumindest wenn man sich auch das Gesicht anschaut. Weil das ein bisschen gesichtslos ist. Zeige ich jetzt mal. Du hast neben Gold auch eben die Farbe Rot mit eingebaut. Finde ich stark. Du siehst hier aber auch noch so Grüntöne irgendwie. Ist okay. Gib mir, wie gesagt, so Ägypten-Pharaonen-Vibes. Ich weiß nicht, was das irgendwie hier für ein Zeichen auf dem Anzug soll. Weiß ich nicht. Ist das Pik? Ist das Pik das Zeichen? Ich weiß es nicht. Aber es ist okay. Ist nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste Maske. Nur holt sie mich jetzt nicht. Das kann ich sagen, die holt mich jetzt nicht zu 100% ab. Weil dann fehlt mir irgendwie da was. Dann haben wir einen Drachen. Ja, das gleiche Prinzip, genauso wie hier beim Schneeleoparden mit dem Mund. Du hast hier oben eben so was draufgesetzt und dann hier eben so Stoff, wo der Kopf drunter ist. Das heißt, du hast nicht so gesehen die untere Seite. Irgendwie hier normale Hand. Hier irgendwie wirkt es mehr so krallenartig wie bei so einem Drachen. Das gefällt mir nicht. Also das sage ich so, wie es ist. Also das könnte auch ein Teufel sein, weil du so drei Hörner hast, gelbe Augen. Ich finde, du erkennst nicht auf Anhieb Ohr. Das ist ein Drache. Finde ich, erkennst du nicht richtig. Das könnte auch einfach, sag ich mal, so. Es gibt doch dieses Drachenfest in Asien, wo doch irgendwie zwei, drei Personen irgendwie an Stangen doch so einen Drachen halten und dann doch immer so damit umherziehen für so einen Umzug. Sowas könnte es auch in dieser Richtung sein. Ich sehe hier mehr einen Dämon, einen Teufel, irgendwas in diese Richtung, aber eben kein Drachen. Das finde ich ist nicht gut umgesetzt. Hier auch sehr, sehr wild mit den Stoffen, auch hier oben so, bin ich nicht so der Freund von. Dann Butterfly, haben wir einen Schmetterling. Das ist schon mal wieder so ein Schmetterling, der gefällt mir absolut nicht. Lila komplett, hier so die Fühler, okay. Was sollen das für Flügel sein? Das wirkt für mich wie so ein Regenbogenfisch eher. Bin ich ehrlich, das ist für mich eher wie so ein Regenbogenfisch. Irgendwas so draufgeklatscht oder so. Also, finde ich nicht schön. Du hast so Augen, die, finde ich, sehr hypnotisierend wirken. Du hast Flügel, die sehr, sehr bunt sind. Ein bisschen zu bunt für meinen Geschmack. Es ist hier vorne lila, geht klar. Also, ich sag mal, ab Hals abwärts und nur das hier betrachtend, finde ich, geht's okay. Aber die Flügel und der Kopf passen nicht irgendwie in einer Symbiose, in einer farblichen Symbiose, in einer Art Kontrast gut zusammen. Gefällt mir nicht. So. Dann haben wir einen Eagle, also ein Adler, müsste es ja sein, oder? Ich gucke lieber nochmal. Eagle ist ja Adler. Eagle. Adler, genau. Wusste ich. Finde ich sehr geil. Muss ich sagen, finde ich geil. Also, du erkennst hier sehr gut die Flügel, das Federvieh, sehr braun. Du hast einen sehr stechenden Blick, diese orangenen Augen mit diesen schwarzen stechenden Pupillen, dann eben so dieser Schnabel, der sehr stark nach vorne geht, irgendwie hier so eine Art Brustpanzer, sage ich jetzt mal, auch so ein Gürtel, so eine Schnalle, auch die Beine hier so ein bisschen dicker, finde ich. Insgesamt all in all echt stark umgesetzt. Auch schwarze Handschuhe, während das hier so goldig ist, hebt sich hervor. Finde ich gut. Gut umgesetzt. Dann haben wir eine Kuh.
alles in schwarz. Hier unten hast du ein bisschen weiß. Hier hast du auch so ein bisschen weiß mit eingebaut. Im Gesicht auch. Weiß nicht. Sieht aus wie eine Tänzerin. Ich sehe nicht auf Anhieb eine Kuh. Ja, du hast hier Hörner. Ja, es ist ein Tierkopf. Du würdest irgendwie auf eine Kuh kommen. Finde ich aber all in all nicht stark umgesetzt. Hat auch sowas von einer Magd. So von diesem Anzug. Von diesem, oh, wie heißt das nochmal? Korsett? Heißt das nicht Korsett? Mal ganz kurz gucken. Heißt das Korsett? Korsett. Ja, so ein bisschen. Ja. Also, finde ich, hat irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit. Holt mich jetzt nicht so ab. Du siehst jetzt auch nicht irgendwie noch so, sag ich mal so. Ja, ist nochmal die Füße von Kühn. Aber du siehst die nicht richtig. Die sind eher so hier unter versteckt. Bin ich nicht so der Freund von. Holt mich nicht so ganz ab. Dann haben wir einen Löwen. Sehr komischer Blick. Aber du erkennst Löwen. Du hast eben so die Mähne, so die Haare. Irgendwie gibt mir das so eine Mischung aus. Keine Ahnung. So ein Wolfgang Petri mit Peter Maffay und keine Ahnung. Hatte Dieter Bohlen nicht solche Haare früher? Können wir ganz kurz was gucken. Hatte Dieter Bohlen nicht solche Haare? Dieter Bohlen Modern Talking. Hatte der nicht? Ja, doch, der hatte auch solche Haare, genau. Ich wollte das sagen, irgendwie kommt mir so, das ist auch so eine Mischung aus Dieter Bohlen und Thomas Anders so von den Haaren. Von früher, finde ich. Und du erkennst ja auch richtig die Hände. Also die sind nicht irgendwie irgendwo eingesteckt, sondern da ist nur was drüber. Schade. Rote Hose, blauer Overall oder so anzugmäßig, so ein weißes Hemd. Du erkennst einen Löwen. Ich hätte es aber ein bisschen anders gemacht. Ist jetzt aber nicht schlecht. Weil du das Tier und auch so das Gesicht, finde ich, gut erkennst. Dann haben wir einen Schwan. Ja. Nicht zu wild, finde ich gut. Schönes Federvieh. Was hier oben, das weiß irgendwie noch oben drauf soll, weiß ich nicht. Aber du erkennst einen Schwan, der schwebende Schwan. Nicht der sterbende Schwan. Da kannst du nicht viel falsch machen. Außer eben das oben. Ansonsten geht das alles relativ klar. Spannweite sehr weit von den Federvieh. Auch die Spitze, so das Schwarze. Ist okay. Und dann haben wir noch Agali. Das ist Agali. Habe ich noch nie von gehört. Okay. Die spucken mir nichts aus. Muss ich mal so gucken. Agali. Agali, das große Wildschaf aus der Arktis. Als Agali oder Riesenwildschaf wird eine Gruppe nahe verwandter Arten der Schafe bezeichnet. Sie stellen deren größten wildlebenden Vertreter dar. Ursprünglich wurden mit Agali und der wissenschaftlichen Bezeichnung Ovis Amon alle diese Arten zusammengefasst. Also das ist ein Wildschaf. Ja. Hat so ein bisschen was von dem Steinbock erstmal so, wenn man sich die Hörner anschaut, aber ähnelt sich so ein bisschen wie hier. Scharf, hast du hier so die Farben, auch so hier so dieses etwas bräunliche, was ich hier auch auf dem Bild sehe. Also ich habe noch nie davor von Agali gehört, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwie das hier kanntet. Es holt mich jetzt nicht irgendwie hundertprozentig ab. Ich weiß nicht warum, ist es irgendwie, weil das hier nicht durchgezogen ist. Ist es, weil irgendwie ich den Körper habe, obwohl es ein Schaf ist, ich irgendwie nicht schön finde. Wenn ich das hier sehe, so ein Bild von einem Agali, ist es untenrum weiß und oben braun, kann man sagen, sehe ich hier nicht. Wir sehen aber auch nicht ihn von hinten. Aber irgendwie, nee, irgendwas stört mich, deswegen holt mich das jetzt nicht so ab. Wir hatten aber hier ein paar Masken dabei, die ich auch sehr, sehr stark fand. Meine Top 3 habe ich tatsächlich auch. Also die habe ich relativ schnell, muss ich zugeben,
Und dann fange ich mal an. Auf Platz 3 ist für mich tatsächlich der Schwan. Ich finde, der Schwan hat was. Abgesehen von dem da oben, finde ich, hast du eine sehr, sehr schöne Darstellung eines Schwans. Auf Platz 2 ist für mich der Adler. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr stolz. Finde ich wirklich cool. Aber ich war von Anfang an, ihr könnt es euch denken, Fan von der Puppe. Ich muss zugeben, Puppe, mega Darstellung, gefällt mir wirklich gut. Finde ich geil. Holt mich zu 1000% ab. Meine Lieben, das war also die Staffel hier aus Kasachstan. Die einzige. Demzufolge gibt es keine weitere Staffel aus Kasachstan. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Staffel aus Kasachstan. Wir werden es sehen. Von daher, ja. Wie haben euch hier die Masken gefallen? Schreibt eure Meinung, eure Impressionen, alles unten in die Kommentare rein. Vergesst auch nicht, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu den Videos benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Ranking zu den Masken hier. Was hat euch am besten gefallen? Was am wenigsten? Nur noch mal ganz kurz. Also ich würde ganz klar sagen, die hässlichste Maske ist der V, sage ich immer noch. Obwohl ich so Masken wie Drache oder so kritisiere. Aber, ja, obwohl, Drache und V streiten sich so darum, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich mich noch entscheiden müsste, ich glaube, ich würde tatsächlich doch Drache sagen, weil er mir zu rot ist und dann würde ich V sagen. Aber das ist so fast ebenbürtig. Von daher, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video dann. Und mir bleibt bis dahin nur noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao. Liebe Top-Familie und Singer-Fans da draußen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.